Könnte ich jetzt vielleicht mit dem Kleiderbügel, vielleicht mit dem Klo? Ich glaube nicht, dass das geht, aber wir probieren es mal aus. Wir sind ja gleich daneben. Okay, ich hab's ja verstanden. Ich trage nur Dreck mit mir rum. Selten so gelacht. Nein, das geht auch nicht. Zu den Zimmern, zum Pastetenautomaten, nochmal zur Mülltonne. Das wird auch nicht. Ich glaube, dass ich das Shampoo von da oben reinlaufen lassen muss und dann. Aber wir probieren das mit dem Bügel mal aus. So, du hast jetzt Pause, Schiedvogel. Oh. Okay, cool. Das kommt davon, Dummschnabel. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Glitschig. Ein blauer Fisch. Der sieht noch ganz manierlich aus. Und der Geruch verfliegt bestimmt beim Kochen. Fische sind noch nutzloser als Väter, die ihren Söhnen Aquarien schenken, obwohl diesen ein Affe viel mehr zusagen würde. Wo kann ich denn Fisch gebrauchen? Kann man ihn filetieren? Mal gucken, ob ich ihn lecker zubereiten kann. Der bestand ja komplett aus Faulgasen. Jetzt sind nur noch die Schuppen übrig. Und das hilft doch gegen Schuppen. Das würde ich noch nicht als Schuppenproblem bezeichnen. Doch. Ach. Ach, nein. Oi, Gott. Schuppen in der Kapuze eines Kahlkopfs. Genial. Wenn es so etwas wie eine Autoehe gäbe, würde ich mir noch heute einen Antrag machen. Jetzt gehen wir in das Shampoo. Was ist das? Ein Shampoo? Sehe ich so aus, als hätte ich Probleme mit fettigen Haaren? Es hilft auch gegen Läuse und Schuppen. Dann solltest du es lieber behalten, oder? Ich lach mich jetzt schon kaputt. Kann ich noch mal stören? Ja, das ist eine... Ach komm schon. Gib schon die Kutte her. Nein, diese Kutten sind nur für Menschen bestimmt, die willens sind, sich reinzuwaschen von... Oh, erspar mir das. Ich bin schon raus. Ich habe es anders gesehen. Ach, die ist ja nicht... Keinem von uns. Ah, ist nah dran, es ist nah dran, es ist nah dran, es ist nah dran. Wie kriege ich ihn jetzt dazu... Ich wusste doch, dass ich diese Zuerst dachte ich ja beim Bowlen. Keine Ahnung, warum. Er muss die Schuppen bemerken, ne? Ich wusste zuerst, dachte ich aber... Keine Ahnung. Scheiße. Er muss die Schuppen noch bemerken. Was? Das ist kein Spoiler. So wird man... Ja, eben genau. Das mache ich ja auch. Mann, oh Mann, oh Mann, Mann. Kleiner Bügel, trotzdem fischi fischi, genau, so. Sehr stabile Bemerkung. So. Gerade nicht spoilern, weil ich habe das dummerweise so eingestellt, dass wenn Run dann doch endlich mal ein Timeout, was er so gut wie nie macht, dann klappt das bei mir gerade nicht zu. Ich bin ganz knapp davor, ne? Wir haben jetzt die Schuppen da drin. Da müssen wir ihn darauf hinweisen. Er weiß noch nicht, dass er Schuppen hat. Das müssen wir ihm sagen. Wir können es ihm aber nicht sagen. Wir können mit der Kapuze auch nichts machen. Und ist hier ein Schnabeltierei versteckt in diesem Bild hier? Das ist überhaupt mal die wichtige Frage. Es sagt, doch, können wir den nicht anklicken. So was Doofes. Red einfach mit ihm. Ich habe da mit ihm gesprochen. Kann ich noch mal stören? Ja, so eine lange Latenz kannst du doch nicht haben, oder? Sehr leicht fällt. Was treibst du da? Ich mach mich fertig. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Da will ich gut aussehen. Verstehe. Das kann eine Weile dauern. Was treibst du die Welt? Ich finde. Du siehst gut genug aus. Meinst du? Vielleicht hast du recht. Ich... Igitt, was ist das denn? Ich habe Schuppen. Das ist eine Katastrophe. Und ich habe das ganze Hotel-Shampoo auf dem Schwarzmarkt gegen Zigaretten eingetauscht. Steh da nicht so rum. Tu was.
Ey, das ist eine Spiellogik, das ist so. Ja, ich habe einen Erfolg dafür bekommen, genau. So, jetzt geben wir ihm das Shampoo. Ein Shampoo, meine Rettung. Raus mit dir, ich muss duschen. Ja, gerne. Oha, das Gespenst frönt der Spukerei. Da sollte ich lieber nicht stören. Na draußen. Wie verschließen wir jetzt das Leck? Um damit das Loch zu stopfen, müsste ich zunächst einmal die Löcher im Stoff stopfen. Ja, dann... Ich will das Rinnsal nicht mit Schaum markieren. Das war schon in A New Beginning dämlich. Gucken Sie. Damit würde ich nur alles noch schlimmer machen. Ach, und komm. Das wäre nun wirklich nicht die feine, rufusische Art. Nein, nie. In die Aktentasche wirst du aber kaum reindrücken können. Das Letzte, ne? Was ich brauche, ist ein Loch in meiner Tasche. So sieht's aus. Okay, gut. Das Gespenst ist auf alle Fälle beschäftigt und wir können hier jetzt gerade erstmal nichts machen. Hierfür muss es eine logische Erklärung geben. Wie zum Beispiel, ich habe die nächste Evolutionsstufe erreicht und spirituelle Superkräfte erlangt. Wir können ihn aber trotzdem mal ansprechen, nachdem wir mal eben kurz speichern. Das können wir mal machen, weil er soll ja, ne, Buße tun. Oder das ist Gespenst, Freund der Spukerei. Ja? Da sollte ich lieber nicht stören. Na gut, okay, dann nicht. So, zum Duschen. Achso, ich muss die Kutte ja klauen jetzt. Genau, das war's ja. Abgeschlossen. Paranoider Fatzke. Komisch. Wir haben aber einen neuen Hinweis bekommen. Seher aus der Dusche holen. Seher noch einmal zum Duschen bringen. Und dann die Kutte klauen. Dann lass uns doch nochmal telefonieren. Hallo, Rezeption? Immer zu Diensten. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Schade. Verwählt. Kein Problem. Was haben wir denn hier noch so? Wir müssen... Da kommen wir nicht rein. Können wir jetzt im Schrank irgendwas machen? Nein, ne? Das wird immer ein Schrank bleiben, ne? Was, wenn ich... Okay, schade. Ich bin der Größte. Er muss ein bisschen mehr spuken. Er müsste sich ein bisschen mehr Mühe geben, würde ich sagen. Dann wird's gehen. Vielleicht. Er braucht keine Kann ich hier irgendwas machen? Loch. Kann ich denn hier noch... Na, den habe ich nicht gesehen. Alles klar. Das ist nah. Huga, huga, schalali. Die Ankunft des Zerstörers ist nah, so nah. Huga, huga, schalali. Huga, huga, schalala. Alles klar, Tarantel das. Mr. Toffee. Bescheuerter Name für eine Tarantel. Ich hoffe, er hat nichts mit Camouflage zu tun. Können wir den jetzt nehmen? Hey, so einen Korken könnte ich gut gebrauchen. Und stimmt. Du bleibst schön brav da drin, Mr. Toffee, okay? Mr. Toffee? Oh, wo ist er denn? Okay, alles klar. So, weg hier. So, dann stopfen wir doch jetzt mal das Loch da oben in den Dings. Sehr gut. Das war für die Klospülung eigentlich unten nur, ne? Ich muss jetzt dafür sorgen, dass er... Okay, gehen wir nochmal hin. Die kann ich nicht nehmen? Nein, natürlich nicht. So ist kein Rankommen. Da, jetzt sieht man das Schnabeltier aber mal richtig hier.
Okay, so, dann, ja, leeres Glas. Was machen wir denn mit einem leeren Glas? Ich wusste es doch. Zahnpasta ist nutzlos. Ja. Ich wusste es. Ja. Zahnpasta. Okay, keine Ahnung, wofür wir das leere Glas brauchen. Mr. Toffee, wo ist er denn? Irgendwo hier wird er sein. Gut. Dann gehen wir jetzt zur Klospülung. Und spülen erstmal. Na nun? Eine Jungfrau in Nöten? Heißes Wasser, kaltes Wasser. Was soll ich machen? Ein Griff ins Klo? Ich? Also, ja. Irgendwo ist aber auch... Augenblick mal. Das ist ein Klostein. Also, wer wirft denn sowas Cooles in eine Kloschüssel? Ach. Mach mal einen Screenshot von dem Screen. Von dem Schnabeltier. Wir haben jetzt einen blauen Klostein. Den sollte ich schnell wieder loswerden. Nein. Mein Innenfutter ist schon ganz blau. Geil. Stimmt ja. Hier fehlen noch ein paar künstliche Farbstoffe. Das Auge isst ja mit. Ey, Boso wird mich hassen. Boso wird mich hassen. So. Jetzt dürfte er nicht mehr duschen. Wo hat denn die Haare her? Die sind mir Haare wachsen. Woher das? Gleich mal speichern. Jetzt, toll, jetzt ist der Schnabel. Jetzt hat der Schnabeltier wieder verdeckt. Mit diesem Shampoo von Bosos Mama könnte man ein Vermögen verdienen. Ja. Ich behalte das mal im Hinterkopf, falls meine Karriere als Weltenretter scheitern sollte. Echt nur durch das Shampoo? Krasse Sache. Kann ich nochmal stören? Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht fällt. Ja. Ach komm schon, gib schon die Kutte her. Nein, diese Kutten sind nur für Menschen bestimmt, die willens sind. Oh, ich habe... Okay, so. Ach, die ist ja nicht mehr zu... Keinem von uns. Ach so, ja, jetzt hat er Haare, jetzt können wir auch die Kopfläuse drauf ansetzen. Aber wir wollen mal kurz mit dem Gespenst sprechen. Ah, ich beginne zu verstehen. Es ist ein Spannbettlaken. Geil, geiles Wortspiel, ein Spannbettlaken. Wie geil. Das ist ja cool. Jetzt können wir sie anklicken hier. Ich mag dunkle Zimmer. Keine Angst, hier kommt jetzt kein Minigame. Ich mag dunkle Zimmer. Ich mag sie seit Manic Mansion. Man kommt in ein Zimmer und sieht halt nichts. Und dieses Zimmer sollte erst ursprünglich noch viel dunkler sein. Aber möglicherweise hätte das auch die Situation ruiniert. Denn natürlich in einem vernünftigen, heruntergekommenen Hotel, in dem halt wirklich überhaupt nichts funktioniert, muss es natürlich auch spuken. Und da habe ich meinen Heim- und Hof-Spuker, den Lars, dazu gewinnen können, den Geist zu spielen. Lars ist uns schon bekannt als der Barmann. Er ist ein wunderbarer Schauspieler mit sehr wandelbarer Stimme. Zum Beispiel ist der Barmann in Edna bricht aus und in Harvest neue Augen. Und er spricht aber tatsächlich bei Edna bricht aus auch Professor Nock hinter dem Sofa. Und hier spricht er den Geist. Übrigens, den Lars, den kenne ich auch schon seit frühester Kindheit, das stimmt gar nicht. Seit meiner Jugend, und zwar ging er ebenfalls wie der Sprecher von Harvey. Die beiden waren in einer Klasse, ja. Die waren beides Klassenkameraden von meinem Bruder. Keine Ahnung, für Edna bricht aus, musste ich halt erstmal auf bekannte Leute zurückgreifen, um dort vernünftige Sprecher, die halt für ein Studienprojekt ihre Stimme leihen wollten, zusammenzubekommen. Und da kam es mir sehr zu Pass, dass ich tatsächlich viele Schauspieler in Ausbildung in meinem Bekanntenkreis hatte. Und zwei davon gingen eben mit meinem Bruder in eine Klasse. Das eine war der guter Mann, Zufall. Das andere war der Alex. Und Lars, mit dem haben wir auch später noch filmisch waren wir zugange. Und zwar habe ich mit dem Lars und der Daniela, die halt manchmal auch noch lose wegen irgendwelcher kleinen Hilfen, also wegen irgendwelcher Hilfe, die sie unterstützend beigetragen hat, noch in den Credits steht oder zumindest immer in den Danksagungen. Zu dritt haben wir angefangen, Kurzfilme zu drehen. Und Lars war auch die Hauptrolle in unserem ersten Kurzfilm, der gar nicht so kurz war, der war 40 Minuten lang. Und der hieß plötzlich wieder Pirat. Mhm. Das war ein schöner Film.
Und da habe ich, bei diesem Film habe ich wiederum Finn kennengelernt, der jetzt immer den schönen Soundtrack macht. Und hier auch wieder den schönen Soundtrack. Das ist, heißt, hier ist so ein kleines Familientreffen in diesem Raum für mich. Finn und Lars sind da und irgendwo auch Daniela, die mich beim dritten Teil von Goodbye Deponia so ein bisschen dramaturgisch beraten hat. Sie ist ja jetzt Skriptdoktorin und alle sind sie irgendwie in diesem Raum. Es ist wie früher fast, bloß eben ohne selbstgebastelte Piratenhüte, wie es nämlich damals bei dem Kurzfilm war. Übrigens hat Lars anschließend an unserem Kurzfilm war mal eine Zeit lang Pirat im Heidepark. Ja, das ist ein Beruf. Er war echt Pirat. Und wir haben ihm die Referenz dazu gestrickt. Krass, oder? Pirat am Heidepark ist ein Beruf? Okay, alles klar. So, eine Sache machen wir noch. Dann werde ich mich aber auch verabschieden, weil ich will heute nicht so lange. Und ich gute Idee, aber muss so noch schneiden und bemerken. So. Und ich muss noch was essen. Ach, so würde er es bemerken. Es ist ein Spannbettlaken. Außerdem ist da ein Pflegehinweisetikett mit 6 Symbolen eingenäht. Komisch. Die habe ich alle noch nie gesehen. In dem doch auch. Wo habe ich mein Messer eigentlich gelassen? Wo habe ich mein Messer denn gelassen? So würde er es sehen. Ach so, dann wieder in die Kapuze. Und das bringt uns zu Phase 3 meines genialen Plans. Ich nenne es poetische Ungerechtigkeit. Okay, so. Wir gucken nochmal. Also, das denn kriegen wir jetzt hin. Und dann würde ich sagen, können wir das nächste Woche machen. Dann sprechen wir den Duscher nochmal an und bringen ihn zum Sehen. Nein, ihr wisst, was ich meine. So, dann klauen wir die Kutte. Dann haben wir die ja besorgt. Dann tricksen wir die Wäschesekte aus, indem wir die Kutte wahrscheinlich anziehen dürfen. Kleid das Kostüm holen, dann haben wir das und das bringt uns dann irgendwie immer noch nicht weiter, dass wir den Drittelschrauber besorgen können, den wir brauchen, um dafür zu sorgen, dass Mittag ist. Das oben haben wir schon gemacht. Und Kleid das zum Einbrechen, den hier holen, zurück zu Doc. Nein, hier wird noch irgendwas anderes passieren. Aber den gibt es wirklich da in dem Raum? Ich glaube eher, dass hier schon noch irgendwas passieren wird. Aber ich glaube, dass wir ganz viel davon schon erledigt haben. Außerdem habe ich das Gefühl, dass sich das hier noch füllen wird. Das wird hier noch nicht so einfach gehen. Ich spreche die Dusche genau an. So, nee, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich doch ganz gut vorangekommen bin. Nicht, dass wir das nächste Woche durch haben. Nee. Guck mal, wir haben da noch 1, 2, 3, 4 Kapitel. Das letzte wird nicht so lang gehen, aber ja, nee. Das ist, ich glaube auch Chaos auf dem, Chaos auf Deponia ist, glaube ich, auch ein bisschen länger. Aber ich habe wirklich höllischen Hunger. Und wir sprechen die Dusche an. Daraufhin sie sehen kann, logisch. Ja, genau, aber es ergibt doch trotzdem einen Sinn, oder nicht? Oder nicht? Oder nicht? Oder nicht? Oder ach komm, scheiß drauf, wir sprechen ihn jetzt an. Kann ich nochmal stören? Ja, das ist eine Was treibst du da noch gleich? Ich mach... Die Welt geht ja... Ich finde, du siehst gut genug aus. Meinst du? Ja. Vielleicht hast du recht, ich... Igitt, was ist das denn? Meine Kopfhaut juckt. Ich habe... Genau. Läuse. Gut, dass ich Teil dieses neue Wundershampoo habe. Und jetzt raus mit dir. Ich muss duschen. Können wir die Kutte durch das Loch klauen? Können wir da durchgucken? Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Schnabelbildfoto. Fuga, fuga, schalali. Die Ankunft. Des Zerstörers ist nah, so nah. Huga huga schalali, huga huga schalala. Aber da komme ich doch nicht rein. Die Ankunft des Zerstörers, huga huga.
Da komme ich doch aber nicht ran. So ist kein Rankommen. Ja, eben. Aber die Tür ist doch zu, oder nicht? Die ist doch verschlossen, die Tür. Mit dem Schlüssel komme ich da wohl kaum rein. Kann man damit irgendwas machen? So ist kein Rankommen. Auch nicht? So ist kein Nein, natürlich nicht. Das wäre albern gewesen. Vielleicht mit dem Kleiderbügel aus dem Pelikan? Ach so, jetzt hat er... Du geht's ja auch so. Dann nehmen wir die doch mit. Dankeschön. Passt. Ich glaube, dann sind wir hier fertig. Könntest du ja am Ende eine Collage aus den Schnabeltierbildern machen? Das kann ich mal versuchen, ja. Das kann man versuchen. Sag mal, ist hier eigentlich noch ein Schnabeltierei versteckt? Da oben vielleicht? In der Nase? Nee. Hier müsste doch. Hier ist doch. Ist nicht in jedem Raum irgendwie so ein Schnabeltierei versteckt? Das Essen geben wir in die nächste Woche. Das könnt ihr vergessen. Das machen wir heute aber garantiert nicht. Das will ich nämlich selber nicht. Aber ich will mal gucken. Gibt es in jedem Raum ein Schnabeltierei? Nein, nicht unbedingt, ne? Oder? Nicht in jedem, ne? Oder? Da draußen hatte ich schon, ne? Ja, da draußen kann ich den Bügel wieder mitnehmen. Nee, noch einmal greife ich da bestimmt nicht rein. Meine Hand riecht jetzt noch nach Fisch. Nee, Moment. Das sind meine Füße. So viel Zeit muss sein. Okay. Das wird dem Großmaul eine Lehre sein. Ich könnte mal spülen, dann kommt er wieder raus, ja. Das könnte ich machen. Aber, hier müssen aber mehr Schnabeltiereier sein, oder? Scheiße, das wollte ich doch gar nicht. Unser Anführer ist da. Petra, trulala. Psst. Genau, hier bin ich nun. Möge die Party losgehen. Träter die Reliquien mit den 6 Insignien. Die was? Ach, die Reliquien. Wartet mal, da muss ich selbst mal gucken. Was waren das noch gleich für Reliquien? Die heiligen Reliquien mit den 6 Insignien. Ja, das Coolste am ganzen Ritual sind die Reliquien mit den 6 Insignien, solange sie keinen Knick kriegen. Denn falls so ein Relikt mal einen Knick kriegt, ist das ein Delikt, das... was? Komme ich jetzt doch keinen Repart, oder wie? Nein! Ihr wollt also Reliquien. Bitte sehr, wenn's weiter nichts ist. Okay, und da ich da noch gar nicht rein wollte, wir speichern jetzt nochmal. Es ist natürlich klar, was damit gemeint ist irgendwie. Das Laken, ne? Das hat ja die 6 eingestickte und das Kopf, der Kopfkissenbezug. So, aber Fellbild macht Klick. Was? Ich kann ja mal Klick machen eben. Aber was ist denn das? Fellbild macht Klick. So. Ach so, das sind auch die. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, die müssen wir alle in einer richtigen Reihenfolge behandeln. Das wird wahrscheinlich ein Minispiel werden, denke ich mir mal so. Okay, okay. Okay, dann beende ich das hier mal eben. Und dann bis zum nächsten Mal.